Überfällig oder überflüssig? Was sagen Bürgerinnen und Bürger zum Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Und der große Wurf, ein Bauwettbewerb soll den Wandel am hannoverschen Steintor vorantreiben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Deutschland ist in der Welt ja für eine ganze Reihe von Aspekten bekannt. Pünktlich sollen wir Deutschen sein und pflichtbewusst noch dazu. Außerdem schwärmen ausländische AutofahrerInnen über die Tempofreiheit auf den deutschen Autobahnen. Doch damit soll ja nun eventuell Schluss sein. Die Politik diskutiert über ein Tempolimit von 130 km/h und mein Kollege Niklas Kuschkowitz hat sich hierzu mal umgehört. Der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gehört zu den vehementen Gegnern eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Seine Partei, die CSU, macht jetzt im Internet mobil. Auf der Website der CSU findet man seit kurzem die Kampagne Tempolimit? Nein, danke. BürgerInnen werden dazu aufgerufen, gegen das Tempolimit zu unterschreiben und diesen Vorschlag so vom Tisch zu räumen. Schon nach 2 Tagen seien laut den Christsozialen 10.000 Stimmen zusammengekommen. Neuen Wind in die Debatte hatte der Allgemeine Deutsche Mobilclub ADAC gebracht. Bis vor einer Woche war dieser noch gegen ein Tempolimit, jetzt nehme er laut eigenem Bekunden eine neutrale Position ein. Der ADAC will in einer Studie prüfen lassen, inwiefern sich eine Begrenzung des Tempos auf 130 km/h auf die Verkehrssicherheit und die Umweltbelastung auswirke. Zuvor hatte die deutsche Automobilindustrie ein Positionspapier mit Fakten gegen ein generelles Tempolimit veröffentlicht und damit ihre Haltung bestätigt. Auch die Regierung und der Großteil des Bundestags stehen weiterhin gegen ein generelles Tempolimit. Erst im Oktober 2019 war ein Antrag der Grünen abgeschmettert worden. 498 Abgeordnete des Bundestages stimmten gegen das Limit, nur 126 dafür. Das häufigste Argument der Gegner ist, dass deutsche Autobahnen die sichersten Straßen in Deutschland seien. Sie sehen die größere Gefahr auf Landstraßen. Befürworter beziehen sich auch auf den Punkt der Sicherheit. Sie berufen sich oft auf eine Untersuchung aus Brandenburg. Bis Ende Dezember 2002 hat dort zwischen 2 Autobahndreiecken die Richtgeschwindigkeit gegolten. Aufgrund hoher Unfallzahlen wurde 2003 ein Limit von 130 km/h eingeführt. Sofort ist damit die Unfallzahl gesunken, die Zahl der Verunglückten sogar um 57%. Auch die Umweltbelastung ist ein großes Thema der Debatte. Das Öko-Institut hat im Auftrag des Berliner Thinktanks Agora Verkehrswende Messwerte aus dem Europäischen Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs untersucht. Das Ergebnis: Ein Tempolimit von 130 km/h könnte die CO2-Emissionen um 1 bis 2 Millionen Tonnen jährlich reduzieren. Ein Limit von 120 km/h hätte sogar einen doppelt so hohen Effekt. Gegner des Tempolimits halten diese Entlastung für zu gering, um eine Begrenzung einzuführen. Und wir kommen zu den Meldungen des Tages, jetzt für Sie zusammengefasst von Martin Schlüter. Während auf dem Messegelände Hannover die ABF läuft, protestiert draußen vor den Hallen die Tierrechtsorganisation PETA. Der Unmut der Tierschützer richtet sich vor allem gegen einen Reisekonzern, der weiterhin Eintrittskarten für Meeresparks verkauft, in denen unter anderem Orca-Wale gehalten werden. Die Tierrechtsorganisation hatte sich seit 2016 mehrfach vergeblich an den Reisekonzern gewandt, um zu erreichen, dass ein Verkauf von Eintrittskarten ausbleibe. Aus bisher ungeklärter Ursache hat am Wochenende eine Gartenlaube in der Kleingartenkolonie Bruchweg im Stadtteil Badenstedt gebrannt. Das unbewohnte Gebäude brannte trotz schnellem Einsatz bis auf die Grundmauern ab. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 10 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Heute startet die 96-Plus-Woche in der ökumenischen Essensausgabe Hannover. Im Beisein von 96-Geschäftsführer Martin Kind wurde die Woche nun gestartet. 96 hatte in diesem Jahr erneut auf gedruckte Weihnachtspost verzichtet und das dafür eingesparte Geld gespendet. Eine Woche lang kann davon die Arbeit der Essensausgabe für Obdachlose, Arme und Bedürftige in unserer Stadt finanziert werden. Wenn es um Wasserwege innerhalb einer Stadt geht, kommen einem zunächst natürlich Metropolen wie Amsterdam oder Venedig in den Kopf. Doch auch Hannover hat in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb hier die alte Kunst des Bootsbaus bis heute bewahrt wird. Beherrschen tut dieses Handwerk Olaf Wildeböhr und Svenja Haas hat ihn und seine Unikate besucht.
Olaf Wildemur heiß ich. Ich stamme aus Hannover, habe aber lange Jahre in Schweden gearbeitet als Boots- und Schiffbauer. Bin jetzt seit 9 Jahren in dieser neuen Bootsbauwerkstatt in Hannover und produziere Sportruderboote für Rennruderer, für Breitensportruderer. Und damit vertreibe ich hier meine Zeit. Ich habe meine Ausbildung begonnen 1993 bei einer kleinen Bootswerkstatt in der Nähe von Celle. Dann 3 Jahre gelernt, bin also jetzt seit knapp 22 Jahren in dem Beruf tätig. Im Moment bin ich dabei, hier einen Renneiner zu bauen. Der ist ziemlich exakt zur Hälfte fertig. Als nächstes werde ich an diesem Boot die Decks anpassen. Es ist ja oben noch offen. Wenn es so benutzt werden würde, könnte man sich schnell vorstellen, würde es innerhalb von Minuten vollschlagen und absaufen. Und zwischendurch muss ich aber die ganzen Holzteile, die man noch sehen kann, noch mehrere Male lackieren, denn die dürfen natürlich nicht ungeschützt sein. Wenn Feuchtigkeit rankommt, würde das Holz sonst Schaden leiden, logischerweise. So. Da ist ein Abschnitt fertig. Jetzt mache ich einen Zwischenschritt und muss den daneben gekleckerten Lack ein bisschen entfernen. Aber das Interessante ist immer, dass man jede Aufgabe aufs Neue hat und immer neue Lösungen finden muss. Es ist nie ein Boot wie das andere. Ich produziere halt nicht in Serie, nicht von der Stange, sondern für jeden einzelnen Sportler mehr oder minder ein Unikat. Der mittlere Bereich ist soweit in Ordnung. Jetzt gehe ich zu den kniffligen Ecken und arbeite in den Spitzen. Hier vorne haben wir den Bug, das vordere Ende des Bootes. Man sieht, wie schmal es ist. Nach einem Meter hat es eine Breite von 15 cm erreicht. Und hier vorne in dieser Spitze hat der Handwerker immer die Mühe, mit dem Pinsel überhaupt reinzukommen und sich dabei möglichst nicht komplett selber einzusauen. Es gibt nicht sehr viele Bootsbauer in Deutschland, vielleicht 3.000 oder 4.000, die diesen Beruf ausüben. Ich war immer schon sehr, sehr interessiert an Wassersport und bin technisch interessiert gewesen. Bootsbauer hat den großen Vorteil, dass man eben mit allen möglichen Materialien arbeitet, Holz, Kunststoff als auch Metall. Und das macht es sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist also nie ein Arbeitstag wie der andere. Wenn dann die letzte Lackierung endlich gemacht ist, manchmal klappt sie nicht auf Anhieb, dann muss man es wiederholen, ganz normal. Dann ist das schon sehr, sehr zufriedenstellend und sehr, sehr schönes Gefühl, dann ein neues Boot hergestellt zu haben. Und manchmal, wenn ich dann vor Ort ein Boot ausliefere und der Nutzer sich nicht traut, die erste Fahrt zu machen, dann bin ich halt derjenige, der es ausprobieren soll. Und das ist schon eine sehr tolle Sache, wenn man dann feststellt, es funktioniert alles so, wie es soll und das Boot schwimmt. Immer wieder ist das Thema Steintorplatzbebauung sehr präsent in den Medien. Die Verbindung zwischen Fußgängerzone und Langer Laube soll aufgewertet werden. Viele Ideen mit Bürgerbeteiligung kamen in der Vergangenheit auf den Tisch. Vor diesem Hintergrund wurde ein Architektenwettbewerb ausgerufen und wir von H1 haben uns die Entwürfe und Vorschläge mal genauer angeschaut. Eiskaffee, Gänselieselbrunnen und das Bratwurstglöckle. Am Steintor soll vieles so bleiben, wie es gefühlt immer schon war. Das ist das Ergebnis des jetzt vorgestellten Architektinnenwettbewerbs. Ende Januar 2020 war die Stunde der Visionen und der Visualisierungen. In der städtischen Bauverwaltung hängen die teilweise sehr unterschiedlichen Gestaltungsentwürfe von 8 Wettbewerbsteilnehmenden. Sie werden erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. Der erste Preis und damit der Zuschlag
geht an die Grieger Harzer Landschaftsarchitekten aus Berlin mit dem Modell Leuchtende Stele. Offizieller Titel der Arbeit: Buntes Steintor Hannover, ein urbaner Lustplatz. Der Platz hat ja auch innerhalb von Hannover so eine Eigenständigkeit durch seine vielen Funktionen, die er erfüllt. Eingangstor zur Innenstadt, Veranstaltungsplatz, ganz interessantes, heterogenes Umfeld. Das Rotlichtviertel stand da nicht, Pate. Ach so, das passt da vielleicht noch so mit rein. Ne? Der Entscheidung vorausgegangen war ein für hannöversche Verhältnisse ungewöhnlich umfangreiches BürgerInnenbeteiligungsprojekt. Im sogenannten Steintor-Dialog konnten interessierte Menschen aus Hannover seit 2018 ihre Ideen und Anregungen äußern und untereinander diskutieren. Der Prozess hat insgesamt mit dem Wettbewerb zusammen, also die Beteiligung und der Wettbewerb, das Ganze lief ja über anderthalb Jahre, 500.000 Euro gekostet. Jeder Cent hat sich eigentlich gelohnt, den wir da in diese Bürgerbeteiligung reingesteckt haben. Und es hat uns hat sich auch gezeigt, dass bei allen Veranstaltungen unwahrscheinlich viele Bürgerinnen und Bürger da waren, die also ein großes Interesse daran hatten. Man hat das Gefühl, dass viele, die sich beteiligt haben, durchaus diesen Wettbewerbs- und das Ergebnis auch wertschätzen. Und darum geht es ja eigentlich, dass die Leute im Rat, die Medien, aber auch die Bevölkerung letztendlich natürlich diese Arbeit trägt. Und ja, insofern auch dieses Positive, das zum Steintorplatz dann dazukommt, auch will. Die Präsentation ist noch bis 27. Februar im ersten Stock der Bauverwaltung am Rudolf-Hillebrecht-Platz zu beschauen. Das bundesweite Krimi-Festival Kriminale kommt im April auch nach Hannover und als kleinen Vorgeschmack veranstaltet das Kulturbüro auch in diesem Jahr wieder die Lesereihe Literarisches Speeddating. Am Mittwoch, dem 5. Februar, haben Sie von 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr die Möglichkeit, in der Heldenraumstation der Gerberstraße 3a 5 Kurzlesungen zu erfahren. Freuen dürfen Sie sich hier auf eine ganze Reihe von hannoverschen AutorInnen, wie zum Beispiel die in der Spiegel-Bestsellerliste vertretene Cornelia Kunert, Natascha Manski, Derek Meister, Christian Ölschläger und Thorsten Süßes. Der Eintritt für die 4. Ausgabe des Formats beträgt 9 oder ermäßigt 5 Euro und der Vorverkauf findet an der Kasse des Künstlerhauses in der Sophienstraße 2 statt. Das war's auch schon wieder für heute mit 0511. Morgen begrüßt Sie an meiner Stelle Niklas Kuschkowitz. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.